Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute den Atego Taucherwagen. Also es sieht so aus, also Nummer, also die Telefonnummer 112, Gerätewagen Taucher Berufsfeuerwehr. So, echt gut aus, Blaulicht ist jetzt auch dran mit Anhängerkupplung. Außer das ist so rotbleich, das hätte man auch so rot machen können wie hier. Ist ja aber egal, aber es geht. Die Leitern hätte man vielleicht drunter, dass man sie ausklappen kann, machen können. Und ja, dann tun wir mal einsteigen. Die Türe ist leider, sind leider nicht zu öffnen. So, machen wir mal an. Auf dem Dach ist noch ein Schlauchboot. So. Wir haben Blinker links, Blinker rechts und Warnblinker. Mit Blaulicht und Martinshorn. So. Ja, dann versuchen wir mal die Fahrphysik. Was wir machen können. Ich habe jetzt einen Anhänger noch da, dann hängen wir jetzt mal an. Blaulicht geht vorne, Funkruf Namisch 158. Gut, wer das Fahrzeug nicht will, braucht es nicht downloaden, aber Feuerwehrfans tun das downloaden. So, hängen wir jetzt denn mal an und gucken, ob es geht. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe das mal mit einem Traktor angehängt. Also ich habe es mit einem Traktor gemacht. So, jetzt müssen wir erst das Rad einfahren. Ein Link von dem Anhänger in der Videobeschreibung. Du machst Rad einfahren. Ja. So. Gut, dann fahren wir mal. Also Anhänge geht auch. Dann fahren wir jetzt mal ein bisschen rum. Kurz. Allrad ist an. Jetzt ist ab. Also das X bedeutet Allrad ist ab. Jetzt ist an. Ja, die Hupe ist das. Also das ist meine Traktorhupe. Ist egal, aber ja. Oh, gut, dann war's wieder. Herzlichen Dank beim Zuschauen. Lasst ein Like da oder abonniert mich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.